deutschen Ältestenrat geredet. Sie werden langsam nervös. Wir sind auf dem Weg, Herr Oberkontrollrat. Inspektor Cletus und seine Begleitung sind an Bord. Es wird keine weiteren Verzögerungen geben. Das will ich auch sehr hoffen. Ulysses, Ende. Verrat! Stoppen Sie die Maschinen, Argus! Cletus, Sie haben hier nichts verloren. Sie sollten in der Kabine bleiben, bis wir Porto Fisco erreicht haben. Das muss warten. Diese Frau ist nicht meine Verlobte. Legt seine Augäpfel aufs Waffeleisen! Das weiß ich doch. Sie ist eine Deponianerin mit einem Gehirnimplantat, in welchem sich aber auch die Datasette mit dem Bewusstsein ihrer Verlobten befindet. Eben nicht. Klingt das etwa wie Gohl? Kaut ihnen das Fleisch von den Fesseln! Gammelessig! Vielleicht hat sie gerade... Sie wissen schon, die Maler im Keller. Unfug. Dieser Rufus hat mich reingelegt. Wir müssen umkehren. Sie Unglückseliger. Herr Amtmann, da ist etwas auf dem Gleis. Das interessiert mich nicht. Überfahren Sie es doch einfach. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Der Inspektor hat nämlich noch etwas Wichtiges vergessen. Und wehe ihm, wenn er es nicht bald wiederfindet. Oppenbott, Sie begleiten Inspektor Cletus. Sehr wohl, Herr Amtmann. Oh, ja, bevor es weitergeht, muss ich mal kurz nochmal pausen. Okay, ja, ich hab's jetzt gespeichert. Oh, genau, Gott, der Schenkelster. Wo geht's hier lang? Zum Eck, Heck, Heck. Wir zur Brücke, oder? Nee, da, Goal! Goal, Goal! Halt aus, ich komme! Du kommst, zum Seitenwand. Oh, yeah, super, Rufus, du schaffst es. Hä? Hä? Ach so! Ja, toll. Der Kran kann jeden Moment abbrechen. Ich muss jetzt irgendwas machen. Goal, was treibst du da? Ich versuche, das Kabel zu befreien. Ach, nun komm da bitte runter. Das ist gefährlich. Und ich dachte immer, du kennst dieses Wort gar nicht. Und ob? Gefährlich ist mein zweiter Vorname. Ich meinte eigentlich bitte, aber wenn du helfen willst, der Kran wackelt bedenklich. Du musst die Schrauben festziehen. Okay, kein Problem. Kranhalter. Der Kran kann jeden Moment abbrechen. Ich muss jetzt irgendwas machen. Ach Mann. Ein romantisches Plätzchen hast du uns da ausgesucht. Ins Theater wolltest du ja nicht. Die Sitze wären zumindest bequemer gewesen. Du könntest einen Anfang machen und die Schrauben festziehen. Ich versuche dabei, das Kabel loszubekommen. Ist so gut wie erledigt. Hä? Ich verstehe es nicht. Sind sie jetzt irgendwie schon, zusammen? Schraubenmitte? Rechte Schraube? Ich glaube, ich weiß schon, was jetzt kommt. Wir müssen wahrscheinlich... Ufos! Nein! Mach doch beide! Du bist so doof. Hoppla, kommst du voran? Na ja, ja. Es gibt Fortschritte, gewissermaßen. Oh oh! Oh, oh Gott! Was hast du getan? Das war ich nicht! Verdammt, Ufos, wir werden runterfallen! Werden wir nicht! Ich rutsche! Kein Problem! Ich halte dich! Goal? Oh, Goal? Oh Gott. Sie ist so süß. Also, wie geht's dir? Ich bin äußerst entsetzt. Ah ja. Sie ist so süß, wenn sie äußerst entsetzt ist. Ja. Verhalten. Festhalten. Was soll das? Nanu, wen haben wir denn da? Hä? Was? Was soll er? Na, Rufus natürlich! Weißt du denn gar nichts? Und wer bist du? Oh, nur ein Fan. Beachtet mich gar nicht. Ein was? Ein Fan? Genau. Aber mach doch einfach weiter. Vorher nur eine klitzekleine Frage. Wie genau wirst du ihn aufschalten? Wie? Was? Na, welche spektakuläre Rufus-Manöver wirst du einsetzen? Ach so. Ich werde mit einem Karate-Spezialtritt überrumpeln. Ich werde ihn mit Schnüsse gezogen. Schnürsenkel verdunkelt? Ich werde
meinen Karate-Spezialtritt überrumpeln. Oh, eine Highspeed-Aufnahme. Dann muss ich die Belichtungszeit verkürzen. Karate? Highspeed-Aufnahme? Wovon redet ihr? Das wirst du gleich sehen. Warte! Ich hab den falschen Film eingelegt. Kannst du ihn vielleicht mit einem anderen Trick überwältigen? Ja. Schnürsenkeln? Er hat doch Stiefeln. Ein Profi. Was? Ich werde ihn mit meiner Verdunkelungstaktik täuschen. Es ist laut! Aha, eine Restlichtaufnahme. Dann lass dich schnell meinen Blitz auf höchste Stufe aufladen. Verdunkelung? Du blöffst doch. Vielleicht ja. Vielleicht sogar auch nicht. Ich werde wohl trotzdem mal meinen Restlichtverstärker einschalten. Fertig! Du kannst loslegen, Rufus! Mann, das wird so eklig! Okay. Eins, zwei... Ah, ich bin blind! Ist das funktioniert? Und? Du hast es wirklich geschafft. Ja, so bin ich eben. Wie hast du das nur hinbekommen? Was auf das Foto? Und jetzt wirst du Goal retten, nicht wahr? Hm? Ach so. Das ist klar. Wie wirst du es anstellen? Alles zu seiner Zeit. Jetzt sollten wir uns erst einmal unterhalten. Sollten wir? Vom Fan zu Idol. Oh, was für eine Ehre. Du bist also mein Fan. Das kann man nicht glauben. Barry, ich bin meilenweit gereist, um nur ein einziges Mal mit meinem großen Idol reden zu dürfen. Ja, dann lass mich doch auch reden, statt mich mit deiner inhaltsleeren Wut zu langweilen. Woher weiß er von ihm? Aber ein Idol von dem? Nee. Was wollte ich doch gerade tun? Goal retten? Ich weiß nicht. Eigentlich hat das noch Zeit. Wie oft kommst du als Fan schon dazu, mit deinem Idol sprechen? Stimmt schon. Irgendwie. Was treibt jemand wie du an Bord eines Organon-Kreuzers? Oh, das ist wirklich eine interessante Geschichte. Nehmen wir es allerdings nicht für mich. Wir sollten unsere Zeit wieder mit relevanten Themen ausfüllen. Also mit Geschichten über mich. Oh, fein! Wir sollten die Zeit für ein Interview. Wirklich? Solltest du nicht erst einmal Goal? Ja, bitte, Rufus. Alles zu seiner Zeit. Ein echter Held muss sich auch um seine Zielgruppe kümmern. Wow, du bist wirklich der Größte. Nein, ist er nicht. Wie wäre es mit einer kleinen Fotosession? Ich will nicht alles vorlesen. Was wäre wohl ein geeignetes Motiv? Ich könnte dich fotografieren, wie du Goal rettest. Dann wäre sie auch auf dem Bild, oder? Würde das nicht zu sehr vom Protagonisten ablenken? Ganz im Gegenteil. Es würde deine Selbstlosigkeit unterstreichen. Meinst du? Ja, gut. Dann halte dich mal bereit. Und schön aufpassen, dass meine Selbstlosigkeit mit aufs Bild kommt. Ja, ich muss jetzt... Oh Gott, ist das laut! Ist jetzt egal, ob der Ton weg ist. Ist mir voll egal. Kanone. Boah, meine Fresse. Und du bist so leise. Boah, es tut mir leid, Leute, aber... So. Knopf, was ist das? Ah! Ein Hebel. Hebeln. Genial. Du hast die manuelle Geschwindigkeitskontrolle des Kreuzes gefunden. Genau. Die
manuelle Dingens. Ich spüre ein weiteres brillantes Rufus-Manöver nahen. Spür bitte, ohne so einen Krach zu machen. Der Ton! Egal. Tut jetzt ihn leider aber beschleunigen, abbremsen. Kommt jetzt die extreme Action? Die was? Na, die Action. Ein super extremes Rufus-Manöver. Ja, genau. Voll extrem. Oh, ich bin ja so gespannt. Was, Rufus und Pfeilposten! Aha, du beschleunigst den Kreuzer, anstatt ihn zu stoppen, wie es alle anderen getan hätten. Alle anderen sind ja auch Idioten. Und dass der Kutter zwischen die Zahnräder gerät, ist sicherlich auch ein Teil deines Plans, richtig? Genau. Du bist so vollpfostig. Wir haben gar nichts mehr mit, das ist schlecht. Perry, Kanone. Goal. Oh, was haben wir denn hier? Haben wir hier irgendwas noch? Goal, das? Die Kanone ist so montiert, dass die Achse direkt im Schussfeld liegt. Wie erfrischend unvorsichtig. Ich muss sie schleunigst darunter bekommen. So kann ich ihre Unterwäsche ja kaum sehen. Ja, können wir mit dir reden? Achtung! Was sagst du? Achtung! Mach doch, edler Ritter! Man versteht kein Wort. Ah ja, aber was machen wir denn jetzt? Können wir noch was mit dem Hebel machen? Oh Gott. Hui, da sprühen aber die Funken. Noch mehr? Oh! Noch schneller! Wahnsinn! Mein Mantel brennt zwar, aber ich bin trotzdem froh, dass ich hieran teilhaben darf. Zum Glück ist der Organon für seine hervorragenden Brandschutzmaßnahmen bekannt. Ha, reine Propaganda! Darauf verwette ich meine Stiefel. Okay, Barry. Naja, dann haben wir gerade unser Fan-K.O. Können wir das vielleicht an der Kanone... Das geht doch an der Kanone, dann können wir es auf sie abfeuern. Ja, das müsste gehen. Geht das? Ja! Und jetzt... Dann halt festhalten. Ja. Oh Gott! Immer ist es so laut, dass... Was? Wie ein Teufelskerl! Ja, Schlauch. Axt! Können wir es ab... Ich hab's geschafft. Was für ein Held. Scheiß Telefon. Oh Gott. Hat jemand das Fenster offen gelassen? Ja. Der Kutter war kaputter als die Waage von Tonis Mutter. Das Futter war alle und die Route noch weit. Doch die Stimmung war gut, da war alles in Butter. Nur irgendwann machte sich Müdigkeit breit. Denn ab hier mussten Rufus und Koja zu Fuß los. Nicht tragisch, so ein Fußmarsch macht ja doppelt so viel Spaß. Mit einem peppigen Lied auf den Lippen. Um die Sache halt zu unterstreichen, flut ich jetzt die Gesangskabine des Chors mit Heliumgas. Nur mit meiner Schattenattacke ausgeschaltet habe. Habt ihr das gesehen? Zum tausendsten Mal.